Backen und Dekorieren liegt im Trend. Grund genug für die Plaza Culinaria in Halle 4 ein neues Backviertel einzurichten. Hier können Messebesucher eine Vielfalt unterschiedlichster Aromen und Geschmackskombinationen genießen. Der Konditorweltmeister Bernd Siefert und die Konditormeisterin Michaela Quappe-Gemmert von der Patisserie M haben ausgewählte Rezepte der Backzeitschrift Sweet Dreams in köstliche Realität umgesetzt und diese ergänzt durch erlesene Kreationen der Patisserie M. Wir haben das Sweet Dreams Café und bieten einen Kaffee Gourmand mit 3 Teilchen, unterschiedlich frei wählbar. Wir haben verschiedene Rezepturen aus dem Sweet Dreams Magazin, der aktuellen Winterausgabe, nachgebacken. Und so hat man die Möglichkeit, wirklich 3 verschiedene Leckereien zu probieren. Wir haben eine schöne Tannenhonigmousse mit dabei, die recht gut ankommt. Dann haben wir den Ananas-Rüblicake gemacht aus der Ausgabe, der einfach mal so ein bisschen spezieller ist und wirklich auch gut angenommen wird. Und ein ganz schönes Konfekthäppchen für alle, die Schokolade lieben, ist mit dabei. Wertvolle Backtipps liefert das Magazin Sweet Dreams. Auch im Messekochstudio zeigten die Profis, wie der süße Gaumenschmaus gelingt. Es gibt natürlich hier im Sweet Dreams Café auch die passenden Arbeitsutensilien zu kaufen, was wir ganz toll finden, weil wenn wir oben auf der Bühne was machen, kann man das natürlich dann auch gleich kaufen. Das ist eine tolle Sache. Die aus dem Fernsehen bekannte Eni van de Maijk-Lokjes gab im Kochstudio Tipps für das richtige Backen. Genau das Richtige für Naschkatzen und Backfeen. Das Backviertel in Halle 4, der Plaza Culinaria.